Aloha. Guten Abend. Guten Abend. Ich sag's auf Papierisch. Guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Neue Woche und so weiter, ne? Der übliche Quatsch. Der übliche Quatsch. Wie wär's, wenn ich einfach mal drücke? Und dann mal gucke, ob alles läuft. Manchmal habe ich ja am Anfang hier so technische Issues. Heute vielleicht nicht, mal sehen. Issues. Sieht erstmal okay aus, würde ich sagen. Erstmal so okay. Erstmal so okay. Ja. Ja, herzlich willkommen. Neue Woche, wie gesagt. Wir machen hier gleich weiter mit Fallout 4, wo ich immer noch so ein bisschen darauf hinarbeite. Ja, wo ich immer noch so ein bisschen darauf hinarbeite, die Nuka World zu betreten, aber das wird erst in 6 oder 7 oder 8 Leveln oder so gehen. Ne? Ist noch ein bisschen hin. Ein wenig. Wir gucken einfach mal, was hier so Sache ist. Ne? Take Billy home. Dann getten wir Billy doch mal home. Wo ist eigentlich. Ach ja, wo ist Strong? Ich hoffe, ich finde ihn wieder. Cute kid. Is he for sale? Sale? Nein. What? Never. Yeah. Your loss. If you change your mind, bring him to my camp. Aha. Kann ich den töten? Okay. Du hast da nichts gegen, oder? Jupp. Ich lasse dir doch keine Sklavenhändler ja irgendwie und so, ne? Mann, hier los. Was ist hier los, Sir? Ja, ich bring mal kurz die. Mal sehen, wie kurz wirklich, ne? Mau! Mau! Wow! 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 Legendary! Wow! Wow! Versuch mal hier abzuhauen. Das war ein bisschen viel auf einmal. Vor allem. Wow. Vor allem, da Strong nicht dabei ist. Und Weak auch nicht. Wow. Oh. Ach komm. Komm. Du verarschst mich doch. Du verarschst mich doch.
Momento. Ich werde hier gerade... Es eskaliert hier gerade voll. Es eskaliert hier gerade wie blöd. Hier. Meine Güte. Eskalation. Eskalation. Moment. Eskalation. Das mysteriöse Serum ist mir zu teuer. Ribeye Steak, hm? Und von mir aus noch ein Stimpack. Aha. No, Moment. Immer noch Eskalation, immer noch. Moment. Psycho, komm her. Nuka Cola. Meine Fresse. Irgendwas aufgenommen hier. Meine Fresse. Gott, ist das teuer hier gerade. So rein. So rein, ressourcentechnisch. Gosh. Man kommt hier ja zu nichts. Hier. Legend. Noch wer? Wenn es noch ein Legendary Gunner. Aber der muss zu mir kommen, bitte. Oh no! Sind da überhaupt kein Ende hier? Okay. Noch einer. Noch einer.
Ist jetzt mal Ruhe? Ist ja unglaublich hier. Ist ja unglaublich hier. Meine Güte. Man kommt jetzt von nichts hier. Alter Schwede. Oh, da bist du ja wieder. Hi. Oh! Oh, Staggering Sledgehammer. 252. Excellent. Mal sehen. Ich glaube, die kann ich nicht aufwerten, die Dinger. Alter Schwede. Puh. Hi Nordisch. Herzlich willkommen. Das sind sehr schöne Emotes. Ist der, also der Anfang hier. Der Anfang vom Stream hier, der ist pures Chaos. Reines pures Chaos. Es nimmt überhaupt keine Ende. Ich wollte eigentlich nur in eine Richtung gehen und Angriff, 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 Angriff. Ich renne weg und ich renne in weitere Angriffe rein. Der nächste Angriff und kommen neue und dann noch ein Angriff und der nächste Angriff. Und ich habe hier bestimmt 10, 15 Stimpacks verbraten. Ne? Rennst genau in die Bruderschaft? Was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, aber... Ich bin vor wirklich krassen anderen Gegnern weggerannt. Ich bin hier vor legendärer Meyerlurk plus Hunter plus noch zwei weiteren weggerannt hierhin und hier warteten schon weitere Gegner auf mich und noch welche und noch welche und noch welche. Ja. Ja. Ich werde mal hier, ne? Ja. Okay, ich muss in diese Richtung. Oh, das war aber so wirklich wild hier gerade. Wirklich wild. Na, hier, Meyerlurk Hunter. Und... Hier Gunner ohne Ende und, ne? Ein wilder Anfang hier. Naja, noch lebe ich, schauen wir mal. Legendary. Ich habe da irgendwas aufgenommen von dem, aber es war ja so viel zu tun quasi. Und ich habe mich mit Drogen vollgestopft, damit ich hier überlebe. Anscheinend habe ich überlebt, was jetzt natürlich gut. Na, aber es war wild. Es war wild, so. Außerdem ist Strong nicht da. Der hat sich irgendwo entweder festgebackt oder ich habe ihm aus Versehen irgendeinen Befehl gegeben, dass er irgendwo hinlaufen soll. Und ich weiß nicht, wo er ist. Ja. Okay, wir laufen mal außen rum, würde ich sagen. Ich kann ja wieder zurückkommen, hoffentlich. Wenn hier wieder ein bisschen Ruhe ist, ne? Muss ich in Sanctuary irgendwie mal so 2-3 Tage warten. Dann wird Strong wahrscheinlich wieder auftauchen, schätze ich mal. Puh. Ach ja. Ich hoffe, dein Tag war gut. Meiner war ganz okay. Ne? Ich bin etwas noch ein bisschen in Hektik, weil ich spät von der Arbeit gekommen bin. Ich war nämlich lange bei der Arbeit. Ja, offenbar lange bei der Arbeit.
Weil da gab es ein Problem, das wollte ich, eine Aufgabe, die wollte ich unbedingt gelöst kriegen, bevor ich da weggehe. Weil da muss man sich so reindenken und morgen hätte ich dann wieder viel, viel Zeit gebraucht, um wieder gedanklich an den Stand zu kommen, wo ich heute war. Das heißt, ich bin nach Hause gekommen und hatte nur ungefähr eine halbe Stunde, bevor der Stream startete. Ja. Andererseits, jetzt bin ich froh, ehrlich gesagt, dass ich das hier gerade so erlebt habe, weil es war ja doch irgendwie witzig. Mal abgesehen davon, dass es jetzt gefährlich und fies war, aber... Es war ja schon irgendwie witzig, ne? Warte. Wir nehmen mal ein schnuckeliges Red X. Oder Red X. So. Ich habe letzten Stream diesen Ghoul-Jungen gefunden. In einem Kühlschrank. Der war wahrscheinlich da die letzten 200 Jahre in diesem Kühlschrank. Und er wollte eigentlich nur nach Hause. Und jetzt bringe ich ihn nach Hause und dann wird er wahrscheinlich feststellen, alles im Tod. Da kam zwischenzeitlich auch einer an, der hatte angeboten, ihn zu kaufen. So sklaventechnisch, aber das ist natürlich nichts, was ich machen möchte, ne? Oh, hallo. Ach, die leben tatsächlich. Is that really you? It's me. It's really me. Oh my god. We thought you were dead. What happened to you? You're all burned up like me. We're ghouls, Billy. The radiation changed us. Looks like it did the same thing to you. Don't worry about it, Billy. Your dad and I don't care what you look like. We still love you. I love you too, Mom. I missed you guys. It's been so long. Ist ja unglaublich. Hätte ich es nicht gedacht. So hat er auch viel zu tun, auch wenn ich frei habe. Vormittag Papierkram, Nachmittag Schwager beim Haus helfen. Okay. Wetter war auch nice heute. Hat mich ein wenig gepusht. Ja, das Wetter war tatsächlich geil. Ne? Also, ich bin ja normalerweise nicht so der Draußen-Fan, aber tatsächlich, die Radtour nach Hause hat richtig Spaß gemacht. Ne? Das war richtig cool. So auch ohne Jacke, sondern einfach nur, es war so Pulloverwetter. Das ist so quasi so mein Lieblingswetter. Ja. Ich habe was Interessantes gemacht. Das hat jetzt eigentlich mit dem Fallout gar nichts zu tun. Aber von wegen Sachen geschafft. Ich habe mir noch ein paar WLAN-Steckdosen gekauft. So Tasmota-Steckdosen quasi. Jetzt habe ich 8 Stück. 8 einzelne Steckdosen. Die habe ich an den ganzen, sagen wir mal, größeren Verbrauchern hier angeschlossen, um mal zu gucken, was die denn so wirklich so verbrennen an Energie. Habe ich zum Beispiel rausgefunden, dass mein Wäschetrockner pro Trocknungsvorgang ungefähr 2,5 Kilowattstunden verbrät, was aber viel cooler ist. Ich habe hier ja 3 Monitore. Und der linke, vor allem der linke, aber auch der rechte, das sind so welche, die gehen nicht aus, wenn... Der linke geht nicht aus, wenn der Computer kein Bild mehr liefert. Der switcht von einer Quelle zur nächsten die ganze Nacht durch. Der geht nicht aus, der geht nicht in Standby und nichts. Der rechte geht irgendwie nach einer Viertelstunde aus, aber trotzdem. Und jetzt habe ich 2 Tasmota-Steckdosen, also eine Steckdose für die Monitore, eine Steckdose für den Rechner. Und ich habe gelernt von Kollegen, man kann in diesen Steckdosen Regeln hinterlegen. Also zum Beispiel einen Zeitplan. Oder wenn zum Beispiel der Verbrauch an der Steckdose 50 Watt überschreitet, soll irgendwas passieren. Zum Beispiel einer anderen Steckdose sagen, schalt dich ein. Na, ich habe 2 Regeln gemacht. Wenn über 50 Watt, schalt ein. Wenn unter 50 Watt, schalt aus. Jetzt, wenn mein Rechner runterfährt, zack, gehen die Dinger einfach aus. Quasi wie so eine normale Master-Slave-Steckdose. Bloß eben mit dem Zeug gemacht, was ich schon habe.
So. Morgen soll es noch Schippe drauf geben wird. Vom Wetter her. Mal sehen, wie viel Energie ich abends habe. Auf jeden Fall noch eine Radtour machen. Ah ja. Morgen ist mein letzter Arbeitstag vor dem kurzen Urlaub. Ich habe dann erstmal den Rest der Woche und fast die ganze nächste Woche frei. Und wahrscheinlich auch den Freitag nächste Woche, ne? Genau. Also den Rest der Woche, also nach heute habe ich den Rest der Woche frei und die nächste Woche auf jeden Fall bis Donnerstag und vielleicht Freitag. Gleichzeitig, naja. Also ich mache normalerweise nicht so richtig dolle lange am Stück Urlaub, sondern eher so mittellange. So. Ich habe lieber ein, zwei Urlaubsphasen mehr im Jahr, ne, als den dicken Sommerblock und den Rest des Jahres wenig. Aber ein paar von meinen Kollegen, die brauchen den Sommerurlaub. Den Sommerurlaub, der dann 4 Wochen lang ist. Ne? Aber ich habe das gerne, ne? Man sagt zwar, man fängt erst nach einer Woche an, sich richtig zu erholen, aber man sagt so vieles. Ne? Ich glaube auch nicht, dass das für jeden gilt. Ich habe auch zum Beispiel sehr gerne den Mittwoch frei, anstatt Montag oder Freitag. Ne? Naja, genau. Thank you for bringing us back our little boy and saving us from that man. Mm-hmm. He's a good kid. Here, take this. I wish I had more to give you, but we don't have much. Yes. I never thought I would see my mom and dad again. Thanks. Ja, bitte, bitte. Kid in the fridge. Haben wir geschafft. Ich bin hier völlig überrascht. Ich hatte jetzt erwartet, dass wir hier ankommen. Und der nur die Leichen findet, ne? Bei mir ist das Freitag, 4 Tage am Stück ist mir lieber, sonst werde ich rausgerissen. Ja, verstehe. Und ich sag mal, letztendlich, ne, meine Erholung schön gut, ist alles richtig. Letztendlich möchte ich aber schon, auch das Gefühl haben, dass ich, sagen wir mal, nicht alles so hinter mir lasse, ne? Ja. Im Sinne von, ne, ich habe ganz gerne das Gefühl, dass ich zu einem Zustand wiederkomme, den ich selber auch, sagen wir mal, verantworten kann. Ne? Das war früher unter dem alten Chef eine Ecke schlimmer. Der hat nämlich irgendwie einen ständig angerufen. Ja, nicht ständig, es ist auch übertrieben, aber gefühlt ständig. Oh, Gunner. Oh! Oh, toll. Tessa. Oh Mann! Warte. Natürlich kommen sie wieder von allen Seiten hier. Ey, ich krieg wieder keinen Schlag durch. Weil die mich immer stickern. Das gibt's doch überhaupt nicht, ey. Oh. Ich krieg nur meinen Schlag durch, wenn ich hier das so mache. Die stickern mich, ey. Okay. Oh, die nächste Granate? Ah!
Ich finde das super ätzend, dass jeder meiner Schläge weggestaggert wird. Meine Fresse. Meine Fresse, ey. Hier ist ja was los. Oh, das ist aber ein geiles Teil. Ja. Quadruple Durability. Die macht Strahlungsschaden. Interessant. Wiegt nichts! Geil, geil. Ich meine, die hat natürlich geiles Zeug hier. Warte mal. Puh. Jetzt bin ich aber wirklich froh, ehrlich gesagt, dass ich, sag mal, was ist denn das? Hier. Ist das Apparel? Nein, was ist denn das? Doch. Tessas Fist? Was ist das? Hallo Fox. Herzlich willkommen. In Power Armor muss ich sein. Ach, wie schade. Wie schade, wie schade, wie schade. Naja. Okay. 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 Ja. Wer schießt? Wer wirft denn da immer Granaten zur Hölle nochmal? Da. Okay. Da. Jetzt reicht es auch mal langsam hier. Egal wo ich bin, ich werde hier immer aufs Korn genommen, ne? Quincy ist wahrscheinlich einfach Gunner-Gebiet. Wie komme ich denn da hoch? Hier. Oder auch nicht. Hier. Ja? Police Terminal. Grimmark Wespennester, ja. Egal. Jetzt. Jetzt. Reicht's auch mal langsam hier. Egal wo ich bin, ey. Ah! Und er hat das Wetz wieder abgebrochen, ey. Schon wieder. Und schon wieder! Warum? 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 Das bricht ständig das Wetz ab. Ich klick was an und das macht's einfach nicht. Unglaublich, ey. Hast du gesehen, oder? Oder hast du es nicht gesehen? Keine Ahnung. Ich wähle das aus und es macht's einfach nicht. Es tut so, als hätte ich abbrechen gedrückt. Eine Waffe ist ja träge. Ja und? Das muss es doch trotzdem machen. Hat es doch sonst auch gemacht. Kann das sein, dass diese dämlichen Gunner einen unbegrenzten Vorrat an Granaten haben? Kommt drauf an. Wenn du einen Hit, erst einen Hit bekommst, nicht. Aber es sah überhaupt kein bisschen so aus, als ob. Oh, toll. Gut. Ich glaube, ich muss hier weg. Also wirklich, heute ist der Tag der Wespennester hier, wa? Mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Wie sieht's denn levelmäßig aus?
nicht so sehr schlecht. Aber ich finde es so schade, dass das keine Waffe war, die ich benutzen konnte. Ah! Was? Woher? 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 Oh Mann! Jetzt reicht's aber wirklich mal hier. Habe ich noch eine Cola hier? Ja. Sogar Cola Quantum, aber das ist eine. Ist mir jetzt egal. Clint. Jemand mit Namen. Speicher mal. Ich glaube, ich verschwinde mal. Also das wäre natürlich. Natürlich cool, denjenigen da kaputt zu machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich den nicht kriegen. Ich glaube, ich gehe mal lieber in Richtung meiner Quest. Sein der Typ. Hua! Energiewaffenwiderstand. Ja, also ist die Achillesferse von der Rüstung hier wahrscheinlich. Obwohl. Eigentlich gar nicht mal so. Ne? Das ist alles irgendwie. Das ist alles schon alles gleich, ne? Ja, vielleicht ist der auch einfach. Vielleicht ist der auch einfach brutal stark. Das kann natürlich sein, ne? Aber ich habe hier tatsächlich eigentlich ganz ordentliche Rüstung. Ne? Ein Geschütz. Nee, ich glaube, das waren. Ich glaube, das waren. Ein Laser-Gatling. Ne? Darum steht er. Da. Hat anscheinend noch eine Power-Rüstung an. Clint ist das. Ja, ja, ja. Ich hau hier ab. Weißt du, ich mach Folgendes. Ich bewege mich mal aus dem Kampfbereich raus, damit ich Schnellreise machen kann. Dab. Ihr verarscht mich doch. Musik ist vorbei. Mal sehen, ob ich. Ist da hinten Strahlung? Questrelevante Vorposten. Ja, weiß ich nicht, ob das da sowas war. Mal gucken, ob ich nach Sanctuary reisen kann. Ja, gut. Dann warte ich mal, bis Strong wieder da ist. Ich hoffe zumindest, dass er hierher kommt. Das war der letzte Ort. Wo ich ihn. Also, das ist der Ort, wo er war, bevor ich ihn wieder mitgenommen habe. Da bist du ja, Strong. Meine Güte. Da ist auch Carla. Ja. Hi. So, what's your story? Looking to trade? Rob me? Or just ask directions to Diamond City? Let's see what you've got. I have a little bit of everything. Puh. So, sie hat 350 Geld. Hab ich denn hier eine Waffe, die ich geil finde? Pipe Wrench. Ah, nicht wirklich. 8. Ich werde ihr mal. Warte.
Ich kaufe ihre ganzen Stimpacks. Und dafür kriegt sie hier Munition. So viel, bis ich wieder Geld von ihr kriege. Das ist jetzt schon der Fall. Dann kaufe ich noch ein bisschen extra Zeug. Hier, Psycho. Red Away, Squirrel Bits. Noch was ich haben will? Meat, das kann ich brutzeln und krieg erstens was zum Heilen und zweitens, naja, Erfahrungspunkte, ne? So. Ein Fusion Core. Okay. By the way. Habe ich eigentlich genug? So, passt das schon. So. Und, Storm? Hey. Yes, human. Give to me, human. Der gibt mir erstmal sein ganzes Zeug. Ganze Zeug, sodass ich es hier wegpacken kann, ne? Das war ja ein wilder Anfang hier. Munition? Ach, die kann er eigentlich mit da rumschleppen von mir aus. Human too weak to carry everything. I've never lost any. So. Also, alles wegpacken außer meinem Super Sledge. Übrigens, das Horror-Adventure war echt gut. Ja, es hat mir auch gefallen. Wie gesagt, bis auf diese eine Aufgabe da, das eine Rätsel, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Atmosphäre und Technik und so gefällt mir ziemlich gut. Ich will mal gucken, ob ich den verbessern kann, aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das geht. Chance to stagger on hit. Mal sehen. Und mal gucken, ob ich den hier verbessern kann. Also die Synth-Sachen. Könnte sein, dass ich die so verbessern kann, dass sich das lohnt, die zu nehmen, anstatt... Gerne. Also, gucken wir mal. Chestpiece. Ne, hier, Chestpiece. Macht 29 und 29. Macht allerdings auch noch Stärke und Ausdauer dazu. Mal sehen. 29 plus 29. Naja, nee. Ist nicht besser. Asbestos-Lining, ja gut, dann in dem der Kombination ist es dann vielleicht besser. Also Energie. Widerstand hier, ne? Science kriege ich nicht unbedingt. Kostet ganz schön viel. Wear me out. 17 und dann die Energiestärke, also die Energieresistenz wäre noch eine Ecke höher, wenn ich das dann noch dazu packe, glaube ich. Wie ist denn das mit den anderen hier? Linker Arm macht jetzt 12 und 12. Ich habe überhaupt keinen linken Arm, toll. Helm macht 14 und 14. Mal sehen. Ja, das ist schon besser. Sieht zwar bekloppt aus. Aber okay. Also sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Superheldenhelm hier irgendwie, ne? Power Rangers oder sowas.
Okay, machen wir mal. 15 und 16. Und... Ach so, ich Schlaubi. Kann das gar nicht mehr aufwerten. Na gut, trotzdem ist es besser. Als... 14 und 14, ne? Gewicht ist das gleiche. Was habe ich hier denn? Linkes Bein. Und Chestpiece habe ich noch. Warte mal, Field Helmet? Nee. Da fehlt... Oh, okay. Naja. Moment. Was habe ich hier? Linkes Bein. Das, was ich jetzt habe, macht 11 und 11. 8 und 11. Strengthened. Led lined. Kann ich gar nicht. Muffled macht mich leiser. Ich glaube, so dolle besser ist das hier nicht unbedingt. Den Helm austauschen und dann mal gucken. Es ist nicht dramatisch besser, auf jeden Fall. Übrigens, ist Warlord Script Extender. Devs sind dran am Update. Wird dauern, sprich London wird auf sich warten lassen. Ach, toll. Ach, Mann. Okay. Ach Mann, ey. Das war so knapp, ey. So kurz davor. Super, super ätzend. Das ist super, super ätzend, ehrlich gesagt. Hab mich schon so gefreut. Das ist. Oh, ich kann ihn verbessern. Theoretisch. Ja, aber. Heavy Sharp. Achso, Moment. Man macht. Okay. Er macht etwas mehr Schaden, aber ich werde ihn nicht mehr besser hinkriegen als den ich jetzt habe. Und diese Verbesserung hier werde ich überhaupt nicht hinkriegen, weil dafür braucht man Science. Na okay. So. Okay. Wir schlafen nochmal ordentlich. Ich würde sagen 15 Stunden oder so. So, dann reisen wir mal mit Strong. Wo ist denn Strong? Ich hoffe, dass der jetzt weiß, dass er mitkommen soll. Ärgert mich schon, dass Bethesda so reingegrätscht hat. Ja, mich auch. Nervt mich. Wo ist Strong? Ich muss ihm nochmal klar machen, dass er auch mitkommen soll. Es ärgert mich auch, weil, wie gesagt, ich habe mich da echt drauf gefreut. Ich war wirklich richtig... Das war das Spiel dieses Jahr, auf das ich mich gefreut habe, ne? Das Update, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe hier nicht wirklich was gefunden, was mich jetzt großartig umhaut. Wo ist denn Strong? Da bist du. Human hungry, strong have meat to share. Mhm. Strong, hold up. Take meat, make human strong. Mhm. Hm.
How do you feel about like us? Like other humans. Smart, but weak. Strong stay with human for now. Okay. Tinker, tinker, tinker. Strong boy. Ja, was gibt's denn noch demnächst an neuen Spielen? Also nachdem quasi klar wurde, dass Fallout London erstmal nicht kommt, ist mir nichts mehr eingefallen, ehrlich gesagt, was jetzt, wo ich scharf drauf wäre, was demnächst kommt. Du hast ein schönes Spiel entdeckt. Bellride, das sagt mir überhaupt nichts. Was ist das für eine Art von Spiel? So. Ich nähere mich jetzt mal von einer anderen Richtung. Die Aufgabe ist immer noch... Was? Aufgabe ist immer noch Volt 88. Und ich habe auch quasi ein schönes Spiel für mich wiederentdeckt, muss ich fast sagen. Nämlich Assassin's Creed Origins habe ich am Sonntag ein paar Stunden gespielt. Hatte ich plötzlich Bock drauf und habe ich ein paar Stunden gespielt. Hat Spaß gemacht. Allerdings habe ich nicht wirklich vor, das zu streamen, weil es ist eher so ein, glaube ich, eher so ein Rückzugsspiel, ne? Du baust ein mittelalterliches Dorf auf. Ist wie Rimworld. Richtig schöne Grafik. Aber Rimworld, wenn das so ist wie Rimworld, ist natürlich brutal komplex. Ne? Absolut brutalinski. Ist das so auch? Ist das da auch so? Oh, da ist auch ein richtig starker Gegner dabei. Sehr komplex. Dann ist das unter Umständen nicht so ganz meins. Wordy Bird. Hey! Hallo Ripto, moin. Wow. Hier ist ziemlich viel Strahlung. Moment, was? Gegen was sind Roboter in New Vegas anfällig? Schaden, würde ich sagen. Die Waffenart. Ich kann es dir nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Oh Mann. Kannst du ja wirklich nicht genau sagen. Ich muss warten, bis die hier zu mir kommen. Es gibt Energiewaffen in New Vegas. Ja, ja, ja. Viele. Viele. Viele und gute.
Richtig viele gute. Habe ich auch gern gespielt, also habe ich auch gern genutzt. Warte, machen wir hier nochmal. Ach so. Bots können halt viel Melee einstecken. Energiewaffen. Mhm. Lasergewehr war ein bisschen low. Naja, du musstest, damit es richtig gut ist, musst du es wohl auch ein bisschen skillen. Ne? Aufwerten und skillen. Hey. Die mit ihren Drecksgranaten hier. Hier war doch einer, wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Hier nochmal Red X, bitte. Unter mir sind einige, ja. Ja, ich soll hier halt Volt 88 erreichen, ne? Hier sind aber so viele Raider, die müssen halt erst noch vorher weggekloppt werden, ne? Wenn möglich. Wenn ich sie denn finde und sie auch erreichen können. Das ist halt immer so zwei Sachen, ne? Oh, 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 ach, du bist strong. Da, warte. Ja. Erstmal hinkommen. Erst einen Weg finden. Wo seid ihr denn, verdammte Hölle, nochmal? Da, okay. Strong like that. Und? Wo seid ihr? Außerdem brauche ich noch was, brauche ich mehr zu essen hier, ne? So. So. Guten Abend. Ich möchte nach der langen Zeit auch meinen Gruß da lassen. Du machst einen schönen, ruhigen Content mitbekommen, dass du auf Linux Fries spielst. Und darf ich fragen, welches nutzt, selbst vorm zu steigen? Es ist Mint. Hallo. Mint mit den entsprechend nativen Grafikkartentreibern.
Ah, da seid ihr, meine Güte. Ja. Wo? Okay. So langsam kehrt hier Ruhe ein, ne? Okay. Dann mir wurde Nobura ans Herz gelegt. Habe noch nie von gehört. Linus soll wohl besser mit AMD-Karten zurechtkommen. Ja, das habe ich auch gehört. So. Habe ich gehört. Aber ich habe keine AMD-Karte. Dementsprechend weiß ich es nicht. Dauer. So, jetzt außerhalb der. Cease at once. So. The vault doors were meant to withstand a direct nuclear strike. Your attempts to breach this facility are laughable. Leave at once. Or there will be consequences. When will you tire of this futility? Hey. Man hat relativ viel Schaden gemacht. Okay. Strong open things. Look around. Okay. Ja, ist okay. So. Fallout 4 sieht tatsächlich gut aus. Just stop already. Bla bla bla, Mr. Freeman. So. Gut, ich kann aber so eine Vault Door aufmachen. Was sie nicht geglaubt haben von mir, ne? Level up. Mit 25, ja? Ich könnte den Armorer-Rang erhöhen. Das geht erst mit 43 weiter. Ich kann ja schon mal anfangen. Pass auf. Hier.
Resistenz gegen Strahlung brauche ich ja ohnehin. What? You have a Pip-Boy? Wait. Are you Voltec? Have you finally come to save me? Please. I'm trapped behind a mountain of rubble. The key to freeing me is getting the workshop operational. First, lift the security lockdown and get to the reactor room. Better living underground, so so. It's been hard to maintain the faith. So many years stranded here. Die klingt auch. You can assure Dr. Braun, if he's even still around, that I have... Die klingt aber auch nach Ghoul, ne? Moment. Moment. Wizard. Me. Die sind hier alle vergult, glaube ich. Warte. Ich brauche wirklich mal einen Perk, der mich vor diesen heftigen gestaggert werden, ne? Schützt. Vielleicht muss ich auch ein bisschen vielleicht einfach das Timing ein bisschen lernen. Dann kriege ich es vielleicht auch hin, quasi den Angriff zu starten und dann, wenn der schon quasi weit genug in der Animation ist, wird er wahrscheinlich auch nicht mehr zurückgestoßen. Lift Security Lockdown. Ja, komm, wir machen's. Good. Very good. Voltec Workshops require their control board to function. During emergencies, the procedure is to store it in the reactor room. Look in there and you should find it. Security Chief Anderson, ja? Hey. What? Over here. Good idea, human. Greif den an. See if he had anything worth taking. Mm-hmm. Danke, Strong. Voltec Control Board. Wenn das hier quasi eine Vault ist, in der man eine Siedlung bauen kann, dann ist das vielleicht was für später, also für einen anderen Run. Hm? Geil, tatsächlich. Clear the rubble. Mhm. Interessant. So, Fallout lässt sich gut modden. Ja. Bethesda-Spiele leben davon. Also ich könnte ohne... Also zumindest ohne die Community-Mods, mal abgesehen von sowas wie Enderal oder Fallout London, finde ich natürlich richtig gut. Aber ich mag ja ganz gerne so die Basiserfahrung. Ne? Also Skyrim habe ich auch fast nicht gemoddet.
Aber ist wohl alles mehr oder minder so ein bisschen schon Geschmackssache, ne? So. So, clear the rubble. Bist mehr der RP-Story, genau. Als Sandbox braucht es Mods. Ja, okay, das... das will ich nicht abstreiten. Hey. You aren't what I was expecting. You do have a Pip-Boy. You're from a vault. But you're clearly not with Vault-Tec. What are you doing here? Why did you help me? Snooker, sehr schön, ja. It was the neighborly thing to do. Such a fine sense of civic duty. Very laudable. My name is Valerie Barstow, and I was to be the overseer of this vault. But please, follow me. I have a proposal for you. It's been a hard 200 years. I was given the tour of what was to be my pride and joy. My vault. Then the earthquakes. Sirens. Many died. Greifst du mich an? Perhaps they were lucky. The radiation. Somehow, I was spared. Stop! You should fight with Strongmore. Good team. The construction crew didn't fare as well as me. They've never done anything hostile towards me, though. It's probably best if you put them out of their misery. Hi Pia, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Vault 88. Ja, yeah, kill die anderen Ghule. Was? Eieiei, das wird was werden. Ja. Geht so, ne? Meinte wahrscheinlich die ganzen Ghule, oder? Huah! Vorhin war Vollgemetzel. Als ich hier angefangen habe, den Stream, also ich bin quasi, ich bin losgelaufen und von einem verdammten Wespennest ins nächste gelaufen. Das nahm überhaupt kein Ende. Das nahm überhaupt kein Ende. Also, ne? Minuten über Minuten. Kann nur einen wohl, genau. Minuten über Minuten. Nahm es überhaupt kein Ende. Ich lief weg vor vier Meyer-Lurks, wovon eine Legendary war und einer war ein Hunter und so und rannte in Gunner rein und von dort aus in Raider. Das nahm überhaupt kein Ende. Überhaupt kein Ende. Kannst du ja dann gucken bei entweder auf YouTube oder im VOD. So. I tried digging my way to the entrance. With that control board, I could have changed everything. Excuse me. But my work kept me going. What a momentous day. Dr. Braun tasked me with something vital. A series of prototypes and their related, well, experiments that could redefine society. But, as you can see, things did not go according to plan. Go on then. This vault was meant to be spacious, full of trained staff, trusted subordinates and scientists. Despite how things have played out, I see opportunity.
Let us work together as partners. Let's do this then. Good. Excellent. We cannot begin until I have my overseer's desk to run the experiments. The information in the desk's terminal will prove vital. I entrust you with the future of our vault. Vault 88. Hast du schlimmer in Erinnerung? Okay. Also, ich sehe es jetzt gerade zum ersten Mal. Und ja, entweder waren die halt nicht so schlimm. Oder, keine Ahnung. Vielleicht halt Glück gehabt. Was soll ich tun? Ach so, den Overseers Desk bauen. Und wo soll der hin? Bei ihr da irgendwie? Wo soll der sein? Hier. Finally. My overseer's desk. And a proper Vault Tech Terminal. Interessant, diese Vault ist also merkwürdig aufgebaut, ne? Nu? Und nun? Hey. This. Please, I beg your indulgence. I've waited so long, but we must not dally. The work compels us. The vault was supposed to have a very specific set of residents. After all, to conduct human trials, you need the perfect test subjects. Yeah. I'm not gonna toy with people's lives. Think of the greater good here. But fine. You're running the experiments. If you choose a risk-free path, it will compromise the value of the research. But that's on your head. Choose wisely. Now, turn on the vault's radio beacon. Certainly people above ground would give anything to live in our vault. While we wait for word to spread, perhaps you might use this time to explore Vault 88. If you can clear some of the rubble, you may be able to access some of the other building sectors. Any materials or equipment that survived may prove useful in our experiments. Ich bin nicht so sicher, ob das gut ist, ihr zu helfen, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt, hier. Ich wollte eigentlich auch gar nicht siedeln, ehrlich. Nochmal ehrlich gesagt. Aber es ist jetzt irgendwie Teil ihrer Questreihe, die ich vorher noch nie gemacht habe. Wupp. Ich muss mal gucken, was hier los ist. Also es ist jetzt, sagen wir mal, nicht Teil vom regulären Siedeln hier, ist halt was Neues gerade, ne? So winzig aus der Hammer in seinen Händen, ne? Na, gucken wir mal. Gucken wir mal. Also vielleicht folge ich der Questreihe ein bisschen, um dann mal zu gucken, was daraus wird, ne? Dachte, ich muss hier Strahlenschutz irgendwie aktivieren oder so.
Nit. Aber alles neu. Das macht's halt spannend, ne? Mhm. Geht das hier immer noch? Ne, hier ist kein Dingens. Ich wollte gucken, ob ich hier an der Stelle auch noch Dingens machen kann. Hier, Siedlungsbau. Ob ich hier Sachen wegnehmen kann, diesen Haufen hier zum Beispiel. Sieht mir aber nicht so aus, ne. Der Hammer ist nicht so schlecht, ne? Aber ich kann ihn leider nicht mehr weiter aufwerten. Wenn ich keinen finde, der besser ist, dann ist das momentan so ein bisschen meine beste Waffe. Wenn ich nicht den anderen noch irgendwie so Spezialwaffen mir suche oder sowas. Okay, gut. Okay. Außerdem juckt meine Nase. Bald muss ich niesen. Glaube ich. Toll. Wo ist er hin? Da. Lala. Grimm ist auch ein mediges Kill, genau. Richtig. Also noch nicht gemaxt. Und auch nicht gemoritzt, aber hier, ne? Ich kann noch zwei weitere Level machen, ne? Aber erst der nächste geht mit 27, also in zwei Leveln. Und der nächste danach mit 42. Also den Level 26 weiß ich noch nicht so ganz genau, wo ich den unterbringe. Hier vielleicht tatsächlich. Ne, nächste Strahlungsresistenz, es sei denn hier vielleicht. Nein. Glücklich, nein. Alles noch ein bisschen hin. Ne? Alles noch ein bisschen hin hier. Also die coolen Sachen alle noch hin. Mit 27 mache ich das. Und mit 26 viel, oder mit dem nächsten Level vielleicht das hier. Also quasi der nächste Rang bei Rüstungsbau. EVTL. So. Ja gut, mehr gibt es hier wohl anscheinend nicht. Na, also dadurch, dass ich das gelernt habe, oder schon gelevelt, ist da schon einiges an höherer Wirkung, ne? So. So. Ja, ich bin hier nicht innerhalb des Baubereichs, wie es aussieht. Und hier auch nicht. Hier auch nicht. Wahrscheinlich erst wieder hinter dem Zeug, was ich aufgemacht habe, ne? Sag mal, bin ich hier in eine falsche Richtung gerade gelaufen? Möglich ist das schon. Oh, eine Quantum. Gerne. Gib her. Und ein geöffneter Safe. Na klar, gib her. Ich glaube, ich bin einmal hier. Oder? Ich habe irgendwie den Weg verloren hier. Mal zwischendurch mal gucken. Ja, okay. Ja, okay. Also die Aufgabe hier ist ein Radio
Also so Beacon zu bauen. Also muss natürlich erstmal wieder im Baubereich sein, ne? Hättest mal den Teaser vom Kojima-Spiel reingeschaut? Nein, habe ich nicht. Bis jetzt noch nicht. Lalalala. Aber werde ich noch tun. Wie komme ich hier wieder raus? Yes. Ah. Control Board North Vector. Ich weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Kann ich das hier wegmachen? Nein. Ich hab mich verirrt. Ich weiß nicht mehr, wo ich herkomme, ehrlich gesagt. Da? Da bin ich hier nicht gerade eben erst durch? Ja, bin ich wohl. Spoilert nichts, dieses der Trailer. Ja, Trailer spoilern schon irgendwie immer ein bisschen was. Also zumindest die Art und Weise, wie das Spiel sein soll. Das ist natürlich auch das, was man möchte. Also, ja, aber wenn so ein Spiel, sagen wir mal, wichtige Schlüsselszenen spoilert, dann ist natürlich kacke, ne? Hat man ja häufig auch genug bei Filmen gesehen. Teilweise war bei manchen Filmen war ja der Trailer das Beste. Also der Trailer hat quasi schon den Film zusammengefasst, ne? Wo zur Hölle komme ich? Hier vielleicht? Hier komme ich, oder? Kann sein. Oder? Ich bin nicht so sicher. Hm? Nein. Aber ich glaube jetzt... Ja, jetzt sind wir wieder im Baubereich hier. Also können wir hier den ganzen Quatsch hier weghauen, ne? Das hier verlockt auch wirklich, das Zeug wegzuräumen hier, sage ich mal. Weil so ein bisschen triggert das die Reflexe, die ich mir in anderen Spielen geholt habe. Zum Beispiel bei House Flipper. Hm? Ja. So, ja, also, was soll ich bauen? So ein gehört das zu Power? Ein Recruitment Radio Beacon. Das ist genau das, was wir haben wollen. Dazu brauche ich aber Kristall. Dazu brauche ich ja irgendwelche Ressourcen, also irgendwelche kristallhaltigen Ressourcen. Weiß ehrlich gesagt nicht. Okay, da geht's auch noch weiter. Können wir auch gleich mal gucken. Sieht mir so aus, als wenn das hier so ein Bau die Vault wieder auf Festreihe ist, was? Okay.
Schauen wir mal. Mal gucken. Mal gucken, wie lange es mich bei Laune hält, ehrlich gesagt. Weil wenn es zu sehr in diese Richtung geht, dann wird es auch ein bisschen unpassig, ne? Also wieder wegbraten. Wenn das alles, fast alles großen sind, dann mal sehen. Dann kommen wir im Zweifelsfall auch mit sehr vielen kleinen in Berührung, was? Aufgabe? Achso. Turn on the radio beacon. Achso. Ich soll keinen bauen, sondern ich soll es anschalten. Okay. Kann ich hier noch? Nein, kann ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich aus der Richtung gekommen bin. On. Okay, warte. Wo ist es denn? Hm? 19 Meter in die Richtung? 18? Warte. Okay. Nun, jetzt heißt es, die Vault weiter exploren, ja? Ach, die haben lauter einzelne Workshops. Okay. Nun gut. Gucken wir mal. Wenigstens hat man jetzt einen Hinweis, wo es lang geht. Ostsektor, warte. Ja. Heißt das, ich war hier noch nicht? Fragezeichen.
Okay. Ist einiges wert. Nehmen wir mit. Duct tape. Bingo. Das ist wirklich ein Labyrinth. Oh oh. Na gut. Strong like that. Ah, dann hat sich's ja gelohnt. So. Ja, ist das so? Noch Mann. Ah. Manche Leute. Ja, es ist schon. Na, was soll man dazu sagen? So, East Sektor, ha? Huh? Okay. Diedel. Noch ein bisschen Zeug hier aus dem Weg, ne? Das Schade ist, dass man Leute quasi nicht dauerhaft bannen kann. Wir machen einfach einen neuen Account und fertig ist die Soße. Ne? Das Einzige, was ist dann, dass es dann vielleicht auffällt, dass die... Es fällt vielleicht einfach nur auf, dass die ihren Account vor kurzem erzeugt haben. Ne? Und die müssen ja quasi einfach nur... neuen Account, im Zweifelsfalle einmal den Router neu starten, schon hat sich das alles erledigt, ne? Weil es dann ja ein anderer Rechner ist, ne? Mal sehen. Das ist so ätzend, also das ist halt so das Problem. Neuer Account, zack, schon ist er wieder dabei. Schon ist er wieder drin. Ja. Heads up. Tell Strong what to do. Auch wenn es dann mehr oder minder bedeutet, dass die dass die verdächtigt sind, ne? Too far.
Stufen, ja. Okay. Gibt's hier noch was zu holen? Hallo Ruteka, herzlich willkommen. Oder ist hier die... Hier ist zu Ende, ne? Oh, vielleicht doch nicht. Nein, vielleicht doch nicht. Oder ich bin hier einmal im Kreis gegangen. Auch möglich. Lalala. Ja, wirklich so dieses Zeug hier zu zerlegen, das juckt einen so in den Fingern. Ne? Also. Geht kaum anders, sage ich mal. Zumindest so ein bisschen hier. Den Schrott hier zumindest zerlegen. Limestone. Was bringt das? Concrete. Alpinas angeschrieben. Ist der Mod? Okay. Naja. Ich gucke natürlich jetzt nicht gerade drüben rein. Dementsprechend weiß ich natürlich nicht, was da Ader abgeht, ne? Warte. Wonderglue. Moin. Hab auch mit Fallout 4 angefangen. Hab das seit über 3 Jahren schon gekauft. Und jetzt spielst du es erstmalig. Hallo, Grandmaster. Jetzt spielst du es zum ersten Mal, dann viel Spaß damit. Das ist nämlich ziemlich geil. Fallout 3 war sehr gut, ja. Fallout 4, manche sagen, das ist zu poliert. Ne? Zu geschmeidig, sagen manche. Aber andere, so wie ich, sagen, das ist geil. Ne? Ja, warte. Just wait over there. A ghoul? I don't know about this. Ganz aktuell noch, bevor du mir ganz Siedlungszeug. Das Siedlungszeug ist alles optional. Ne? Das kann man machen, man kann es auch sein lassen. Ne? Also, und wenn das irgendwie, ich sag mal, schief geht, im Sinne von, dass da irgendwie Sachen kaputt gehen, dann das ist alles absolut optional. Ne? Da ist ja so, also da musst du dir jetzt keinen großen Kopf drum machen. Ne? Man kann auch quasi so einen ganzen Run durchspielen, ohne einmal sich mit dem Thema überhaupt großartig zu beschäftigen. Ne? So. Nur eine Billo-Rüstung. Naja, im Zweifelsfalle, wenn dir das zu schwer wird, dann machst du einfach, stellst den Schwierigkeitsgrad runter. Ne? So. Ich muss mal eins sagen. Also ich finde diese Volt 88 Quest jetzt irgendwie nicht so dolle spannend, ehrlich gesagt. Ne, dieses so Siedlung, so Volt aufbauen, finde ich jetzt ehrlich gesagt eher so durchschnittlich spannend, sage ich mal. Ich glaube, ich laufe wieder draußen ein bisschen rum. Ich gucke mal, was jetzt hier von mir verlangt wird. Vielleicht mache ich hier noch irgendwie was, aber ich glaube, das werde ich jetzt nicht dolle lange machen. Valerie,
Just a moment and we can begin. Please, step forward. Ah, yes. Welcome. Welcome. So, this here's a vault, right? Quite correct. And you could be one of our lucky new residents. You do got food in this vault, right? Of course. And a chance at a new life. A question or two first, however. What do you think is the role of a good government? Government? What the hell are you talking about? It's all right. We're the good guys. Just answer the questions. Yeah, right. Just so you know, I got my eyes on you. Don't do anything funny. You won't do for our special assignment. But welcome to our vault. Your new home. If she is representative of what's left above, the outside world must be rougher than I imagined. Are you ready for the next interview? Moment. Hast wohl aus Versehen einen Punkt irgendwie gesetzt, ne? Das passiert zum Beispiel, wenn man einen Satz beendet mit einem Punkt und dann ohne Space weiterschreibt. Dann wird das manchmal zu einem Link, ne? Na, das kann auch sein, ja. Dann, wenn der Automod dich da rausgeschmissen hat, fälschlicherweise, dann, naja, dann sorry, aber ich. Ist halt so, ne? Kann ich nicht großartig ändern. Ja, also auf jeden Fall, am Anfang ist das halt ein bisschen nicht ganz so leicht und irgendwann kippt das aber auch in Richtung, also in erfreuliche Richtung, was so die Schwierigkeit angeht, ne? So. Let's continue. All right. Hello. Welcome to Vault 88. This is a real nice place you have here. Real nice. And I can go wherever I like, right? Within reason, yes. But I have a question for you. Sure, sure. What do you want to know? A hypothetical. Let's say the reactor core is melting down, and you're the only one who could stop it. Is there something wrong with your reactor? No, no, it's fine. Just pretend, so you can stop the meltdown. But you'd suffer from extreme radiation exposure. What would you do? Well, whatever you'd like. If you don't mind, I'm anxious to look around. Der klingt gefährlich. Der klingt wie jemand, der hier sinistre Ziele verfolgt. Why are you here? Just come here to lend a hand, right? I want to do whatever it takes to help out. Erstmal hier. Give the overseer's question some thought and really answer it. Huh, fine. You want me to jump in a reactor for you guys? Please. Nobody's gonna do that. Dann geh weg. That's it. You're out of the vault. Fine. So that's how it's gonna be. I suppose we should expect the occasional miscreant. I concur in your assessment. My partner said, leave. What a colorful gentleman. So, hab von allen Arten Munition nur wenig. Nur die 308er, was das Impro-Gewehr schießt, davon habe ich massig. Macht nur 13 Schaden, ja, weißt du. Standardmäßig habe ich das auch so gemacht. Also manchmal. Ich habe gerne eine Waffe, wo ich wirklich viel Mun für habe. Und dann musst du dich so ein bisschen auf die spezialisieren. Ne? Eventuell die verbessern, ein bisschen modifizieren. Ne? Also sozusagen das Beste draus machen. Das hat mir zumindest geholfen. So, mein debütierter Run, das hier ist. Also gestreamt irgendwie der fünfte, vierte oder fünfte oder sowas. Clearly, he won't work for our experiments. Here's hoping third time's a charm. Let's do the next interview, then. As you say. Hello. Welcome to your new home. Wow. A real overseer. I am so happy to be here. Hi.
My name is Clem. Yes. Clem, is it? Before you settle in, I have some questions. Oh, okay. Sure. I'll answer anything you like. Well, that's good. Here's a scenario. You've been assigned guard duty. You know, stand watch and make sure outsiders don't breach the perimeter. But from inside the vault, you hear a woman screaming. What would you do? You want me to guard something? Sure. I can do that. I can do that right now, if you want. But I don't hear any screaming, Lady Overseer. Ich hab, also ich finde, also der eine, der den wir eben hatten, der war, sagen wir mal, merkwürdig, aber ich könnte mir denken, dass sie hier so einen Twist drin haben, dass der der Ehrliche war, der ruppige Ehrliche, und der hier ist der Hinterhältige. So könnte ich mir das vorstellen. Nothing to be nervous about. Think about it and answer. Yeah, sorry. Well, if you tell me to guard, I guard. And I won't leave my post unless you tell me to. Is that okay? Another question for you. What can you tell me about your mother? Oh, she passed. But she was nice. You would have liked her. She killed a mole rat once. Really? That's remarkable. Describe the traits you most admire about her. Well, she was strong because of the mole rat, and she fed me. God, I'm sorry. This place is so much better than the ditch I was living in. Okay, ich finde ihn verdächtig. Surely there are other traits you liked about her. Well, no matter how bad things got, she put us kids first. She fought until the end, too. We're looking for a volunteer, Clem. Someone to test some new devices that will help everyone. Are you interested? You mean I can stay? I mean, yes! I'll help out. I like helping. That's me, Clem. Always willing to help out. Yes. I think you'll do nicely. And no time like the present to commence. Now that we have, Clem, we are ready to begin. The first step is to get him properly equipped and dressed. There should be supplies in the welcome area near the entrance. Power to the people. Na gut, mal sehen. Pip-Boy. Ich will einen Pip-Boy. Und einen Jumpsuit habe ich eigentlich schon, glaube ich, aber ich nehme trotzdem einen. Mal sehen. Clem, let's get you outfitted like a real vault dweller. Clem. Na okay. Pip-Boy, Some people complain, what? But not me. Just happy to be. What? 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 Ich habe aus Versehen. Let's get you outfitted like a real vault dweller. Ich habe ihn aus Versehen alles weggenommen. Ich bin ja so blöd, ey. Aber okay. Gut. Hier. Zack. Und ein Dingens hier, ne? Ein Dingens hier. Wie heißt es? Pip-Boy. I'll do well. Promise. So, die Aufgabe. Outfit. Also, warte. Clem, let's get you outfitted like a real vault dweller. Ich muss ihm auch noch sagen, dass er den anziehen soll. Oh, das gibt über eine Errungenschaft. Okay. I'm just so excited to be here. I'll do good. You'll see. Und nun?
Talk to the Overseer. Okay. Das ist eigentlich ein komischer Ort für so ein Overseer-Tisch, aber. Our first vault residence. What a moment. But on to business. Exercise is an inherently selfish activity. Instead of using every hour, every minute to further the goals of the community, a resident instead improves their body past the minimum requirements. Vault-Tec has devised a solution, the Power Cycle 1000. While you pedal, you provide raw power to the vault. A perfect answer to an inherently counterproductive practice. Mm-hmm. Theoretically, that sounds all right. We just need to turn the hypothetical into actuality. Mm-hmm. The prototype is far from perfect. There were incidences during its R&D. Maybe even the stray cerebral hemorrhage. Let me download the schematic to your Pip-Boy. Build it and attach a terminal to choose the parameters of the experiment. Work Clem hard. Give me power. Na, mal sehen. So, schönen Abend, muss man früh raus. Ich auch. Gute Nacht, Grandmaster. So. Ich soll also was bauen hier? Power Cycle 1000 Prototype. Mhm. Mhm. Okay. Ein Terminal ist daran, ja? Ist das bei Power? Nee, ich bin da nicht so sicher. Resources, Stores, Crafting. Radar wohl nicht. Special. Structures, Furniture, Decorations. Gucken wir mal bei Power. Logic Gates. Ja. Ein Terminal. Und jetzt muss ich die verbinden, ne? So. Aufgabe. Connect the terminal. Cycle. And select. Warte. Ich soll cyclen. I just want to trade a few things. Will ich gar nicht. So excited to be here. I'll do good. You'll see. So. Warte. Warte, warte. Assigned to rumstehen. Warte, warte. Wie mache ich das? Irgendwie habe ich vergessen, wie das geht. Irgendwie habe ich vergessen, wie das geht. Power Cycle, Select. Assign to. This person cannot sign. What?
Wie ging das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie ich das hier zuweisen kann. Requires. Ah, warte, ist der das? Das ist Assigned to. Achso, das ist schon richtig, ja? Needs some power, ja, das ist wahr. So, warte. Connect the terminal to the power cycle. To the power cycle. And select experiment parameters. Kann ich aber gerade nicht. Weil kein Power da ist. I just want to trade a few things. Ich will nicht traden. I'm just so excited to be here. I'll do good. Ich habe gerade irgendwie ein Brett vom Kopf. Huch, wer bist du? Wer bist du denn? Achso, die zweite Person hier. Command. Achso. Warte. Try a generator. Assigned to. Ja, dazu. Ja, dann tu's doch auch. Dann tu's doch auch. Ich verstehe es gerade nicht. Okay. Cycle and select. Ich verstehe es gerade nicht. Muss ich jetzt näher hinstellen oder sowas? Oder muss ich noch einen Power-Generator wirklich dazu packen, wenn ich überhaupt einen bauen kann? Ich kann. Cycle-Experiment. Notes from Dr. Braun. Okay, how can we further refine this program? I don't know, okay. Environmental Enhancer. Lock in environmental... Was? Doll. Let right clamp for an hour. Let's trade. I'm just so excited to be here. I'll do good. You'll see. Das war ja nicht so einfach. Schöne Stunde, ja? Mal sehen, was jetzt passiert. This is all there is to it? So I... I'll keep pedaling. This is kind of fun. Oh, what's that? You smell that? I never smelled such a thing. Is that new fruit? Eine Stunde, ja. Mhm. Ach, ist direkt Feierabend. Also, die Quest wird noch richtig spannend, oder nicht? Weil noch weiß ich nicht ganz genau, was ich von all dem halten soll hier. Was ist mit ihm? Der
Dem verliert er, dem verlassen die Kräfte. Er ist ja schon dran, wie lange noch? Let Clem ride for an hour. Gut. Gibt es hier eigentlich eine Karte? Ne. Es gibt keine passende Karte. Keine Karte, die mir hier hilft. Ja, okay. Also, ich weiß nicht, ob ich das alles mache. Oh. What? Excuse me. Oh, man. I'm sorry. I broke your vault. I just got so excited and I wanted to do a good job and I kept pedaling faster and faster. And then the whole vault went kablooey. Please don't kick me out. Huh. Okay. Repair, was brauche ich? Nur wenig, okay. Aber ich brauche eine Schraube. Ich habe keine Schraube. Vielleicht hätte ich die Overseer einfach hier rum machen sollen, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, für heute ist gut. Ich mache mal hier für heute Schluss. Überlege ich mir, ob ich das nächste Mal weitermache. Also, ob ich die Questreihe nächste Mal weitermache. Wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen und dann mal gucken. Ne? Würde ich sagen. Ja. Wir enden mal das Spielchen. Und dann gucken wir.